Varanasi, einer der heiligsten Orte Indiens. Mutter Ganga. Wer einmal im Leben in ihr badet, glauben Hindus, entkommt dem Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt. 75 Jahre nach seiner Unabhängigkeit. Indien zwischen Spiritualität und Moderne. Ein Land, in dem dennoch Millionen Kinder gezwungen sind zu arbeiten. In dem Indigene wegen wertvoller Rohstoffe von ihrem Land vertrieben werden. Das global immer einflussreicher wird. Wirtschaftlich und politisch. Und es ist auch ein Land, das die Verschmelzung von Religion und Politik vorantreibt. Hin zu einem Staat, in dem Hassrede und Gewalt gegen Nicht-Hindus zunehmen. Ist das das Indien, das Mahatma Gandhi mit seinen Lehren und Visionen erträumte? Er, der sich weltweit ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hat, als der Mann, der das Land mit seinem gewaltlosen Widerstand 1947 in die Unabhängigkeit führte. Der ein Indien wollte, in dem gleiche Rechte für alle gelten, unabhängig von ihrem Glauben. Ein Indien, das die Armut besiegt, das den Hunger und die Unterdrückung der niederen Kasten beendet. Was ist geblieben von Gandhis Visionen im Indien von heute? Arun Gandhi. Jahrgang 1934 ist der Enkel von Mahatma Gandhi. Er hat als Kind viel Zeit mit seinem Großvater verbracht. Ich würde meinen Großvater als Visionär beschreiben. Er war voller Liebe und Mitgefühl für jede und jeden. Zu mir war er sehr liebevoll und fürsorglich, ein sehr zugewandter Großvater. Er hat sich um mich gekümmert, als meine Eltern nicht da waren, als sie mich bei ihm zurückgelassen haben. Mahatma Gandhi steht für das Prinzip des gewaltlosen Widerstands gegen die britische Kolonialmacht. Ein Vorbild für Demokratiebewegungen bis in die Gegenwart. Vandana Shiva ist in Indien und global heute eine Vorreiterin im Kampf um Menschenrechte. Gandhis Philosophie und Praxis der Gewaltlosigkeit ist sehr tiefgründig. Für Indien und die Welt ist sie heute noch wichtiger als vor 100 Jahren, als Gandhi sie lehrte und lebte. Er hat die Idee der Satyagraha geprägt. Sie besteht aus zwei Worten. Satya, die Wahrheit, und Agra, das Streben danach. Gandhis größter Akt zivilen Ungehorsams, der sogenannte Salzmarsch 1930. 24 Tage lang wandert er mit seinen Mitstreitern fast 400 Kilometer und hebt schließlich am Strand von Dandi am Arabischen Meer ein paar Körner Salz auf. Ein Symbol der Auflehnung gegen das britische Salzmonopol und die hohen Steuern, die das Empire auf Salz erhebt. The British and imperialism are so greedy. Die imperialistischen Briten waren so gierig, sie wollten alles zu Geld machen. Auch unser Salz. In heißem Klima ist Salz notwendig. In Indien wurde an der gesamten Küste Meersalz gewonnen. Das haben die Briten per Salzgesetz für illegal erklärt. Gandhi wanderte zum Strand von Dandi und hob Salz auf.
Die Natur schenkt es uns, sagte er. Wir brauchen es zum Überleben. Wir werden eurem Gesetz nicht gehorchen. Mit seinen politischen Weggefährten wie Nero und Ambedkar gelingt Gandhi, was vorher unmöglich schien. Am 15. August 1947 wird Indien unabhängig. Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Doch der Jubel verhallt schnell. Was Gandhi nie wollte, die Teilung des indischen Subkontinents wird wahr. Zwei Länder, Indien und Pakistan. Über 10 Millionen Hindus und Muslime fliehen aus ihrer jeweiligen Heimat. Gewaltexzesse begleiten den Bevölkerungsaustausch. Mehr als 1 Million Menschen kommen zu Tode. Dann der nächste Schlag. Am 30. Januar 1948 wird Gandhi von einem fanatischen Hindu ermordet. Der Mahatma, die große Seele, erlebt nicht mehr, wie die indische Verfassung 1950 in Kraft tritt. Er wollte, dass Indien ein leuchtendes Beispiel dafür ist, wie eine gewaltfreie Gesellschaft heute bestehen kann und wie wir glücklich miteinander leben können. Aber so ist das nicht gekommen. Mahatma Gandhis Weisheiten werden noch immer überall auf der Welt zitiert. Aber haben seine Lehren und Ideale noch eine Bedeutung im Indien von heute? Stimmenfang für die BJP, die Partei des Premierministers Narendra Modi. Varanasi ist Modis Wahlkreis, eine Hochburg der BJP im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die dortigen Parlamentswahlen im März 2022 will die BJP haushoch gewinnen. Gandhis Ideale der Toleranz und Gewaltfreiheit sind nicht die Ideale der BJP. Gegründet wurde die rechtskonservative hindu-nationalistische Partei 1980. Mittlerweile ist sie die stärkste politische Kraft Indiens. Ihr Aufstieg verlief kometenhaft. Keine andere Partei weltweit hat mehr Mitglieder. Die BJP folgt den Prinzipien der Hindutva, einer Denkströmung, die Hindus als Opfer der muslimischen und britischen Fremdherrschaft sieht und dieses historische Unrecht tilgen will. Hassrede gegen und Angriffe auf Muslime haben massiv zugenommen, seit die BJP 2014 mit Premierminister Modi an die Regierung kam. I would consider India a democracy. Indien ist nur dem Namen nach eine Demokratie. Es ist keine echte Demokratie. Diese Philosophie hat von Anfang an nichts Gutes gebracht. Sie wollen Indien zu einem durch und durch hinduistischen Land machen und alle anderen Minderheiten eliminieren. Sie tun das auf unauffällige Art und Weise,
indem sie Spannungen mit Christen und Muslimen aufbauen und das Land für diese Minderheiten unsicher machen. Das verstößt gegen die grundlegende Verfassung des Landes. Jai Shri Ram, Heil dir Ram, ist zum Kampfschrei der BJP für die Rechte von Hindus geworden. Wer das politische Indien unter Narendra Modi verstehen will, muss eintauchen in die hinduistische Mythologie. Der Legende nach wurde Ram in Ayodhya geboren, unweit von Varanasi. Ram ist eine Inkarnation des Hindu-Gottes Vishnu, eines der höchsten Götter der Hindus. Keinen Gott verehren die BJP-Anhänger mehr als ihn. Ein Tempel soll Ram zu Ehren in Ayodhya gestanden haben. Bis ein Fürst der Mogulen, Muslime aus Zentralasien, die vom 16. bis ins 19. Jahrhundert über Indien herrschten, an derselben Stelle die Babri-Moschee errichten ließ. Für viele nationalistische Hindus und BJP-Anhänger sind Moscheen wie diese Symbole der verhassten muslimischen Fremdherrschaft. 1992 wird die Babri-Moschee von nationalistischen Hindu-Demonstranten zerstört. Bei den anschließenden Unruhen kommen rund 2000 Menschen ums Leben. Heute wird dort ein neuer Tempel für Ram errichtet. Mit Billigung des obersten Gerichtshofs. Eine späte Genugtuung für Hindu-Nationalisten. Jetzt ist der Moment, unseren gewaltfreien Widerstand zu entfesseln, damit Gandhis Lehren heute für uns relevant bleiben. Von Gandhis Idealen ist das Indien unter der BJP weit entfernt. Der RSS ist die Kaderschmiede der Hindutva-Bewegung. Disziplin, paramilitärisches Training und nationalistische Hindu-Werte werden vermittelt. Viele der aktuellen Minister der Regierung Modi und Narendra Modi selbst kommen aus den Reihen des RSS. Er ist der ideologische Überbau der BJP. Auch der Mörder von Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, war Teil dieser Bewegung. Die derzeitige Regierung Indiens besteht aus Leuten, die die Ermordung Gandhis gutheißen. Sie glauben, dass Gandhi ein Staatsfeind war und seine Ermordung gerechtfertigt gewesen sei. Es ist sehr traurig, dass solche Leute an die Macht gekommen sind. Ich gleiche die Wählerliste mit dem Chef des Wahllokals ab. Ich überprüfe jeden einzelnen Namen. An wie viele Personen von dieser Liste haben wir noch keinen Zettel verteilt? 300 Prospekte konnten nicht zugestellt werden. Was war der Grund dafür? Die Person wohnt dort nicht mehr. Er war ein Mieter. Er war ein Student und ist weggezogen. Sie ist aus der Stadt weggezogen. Es ist wichtig, dass wir alles genau dokumentieren. Schickt 2 bis 3 Personen in jede Straße, jede Gasse, damit wir die Stimmen Gasse für Gasse bekommen. Wenn durch jede Straße einer unserer Mitarbeiter geht, dann stellen wir sicher, dass wir die meisten Stimmen bekommen werden. Die BJP ist eine Meisterin der Bürokratie. Akribisch sammelt sie Informationen über jeden Bürger, jede Bürgerin, um potenzielle Wähler und Wählerinnen zu erreichen.
Unsere größte Stärke ist unsere gute Organisation. Wir sind eine Partei von disziplinierten Arbeitern. Was immer wir tun, wir warten erst auf die Erlaubnis unseres Präsidenten. Hallo Bruder, während der Wahlkampfparade des Premierministers bist du für die Assi-Kreuzung verantwortlich. Die Partei will, dass du 1000 Leute zusammenbringst. Von da lauft ihr den ganzen Weg neben ihm. Keiner kehrt um, bis wir an der Universität sind. Was er in den letzten 5 Jahren geleistet hat, könnte keine andere Regierung schaffen. Da ist Hingabe, da ist Entwicklung. Wir wollen, dass es so weitergeht. Unsere Ideologie wird wieder über 300 Sitze gewinnen. Die Nacht bricht herein über Varanasi. Und die Prozession, der Wahlkampfauftritt von Modi, dauert an. Die BJP gewinnt die Landtagswahlen im Bundesstaat Uttar Pradesh im März 2022 mit großer Mehrheit und stellt die Regierung. In den sogenannten Brickyards, den Ziegeleien, müssen auch Kinder arbeiten. Das entspricht nicht Mahatma Gandhis Vorstellung von Freiheit. Wann fangt ihr an zu arbeiten? Um 1 Uhr nachts. Bekommt ihr genug Schlaf? Nein. Schläfst du genug, Junge? Sieh dir diese Kinder an. Vishnu, ein Kind, das arbeitet. Schau, wie klein er ist. Immer wieder ist Anuratha Bosle in den Ziegeleien unterwegs. Mit ihrer Organisation Aveni kämpft sie für die Rechte der Kinder. Sie kennt deren Leid aus eigener Erfahrung. Meine Kindheit war sehr hart. Schon mit 6 Jahren musste ich in einem Haushalt arbeiten und meine Schulgebühren verdienen. Weil wir so arm waren, mussten natürlich auch meine Geschwister arbeiten. Aber ich konnte neben der Arbeit auch zur Schule gehen und später einen Abschluss in sozialer Arbeit mit Kindern machen. Ich hatte also trotz allem immer eine Chance im Leben. Diese Chance will sie auch den Kindern von den Ziegeleien geben, ihnen den Schulbesuch ermöglichen. Eigentlich ist Kinderarbeit laut indischer Verfassung verboten. Doch nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO waren 2020 fast 13 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren in Indien gezwungen zu arbeiten. Wenn wir in unserem Dorf arbeiten, reicht es gerade mal fürs Essen. Aber wir können kein Geld sparen. Hier verdienen wir Geld für die Ausbildung unserer Kinder.
Im Dorf verdienen wir kein Geld. Deshalb arbeiten wir hier. Kannst du deine Kinder nicht im Dorf bei Verwandten lassen? Wie könnte ich sie zurücklassen? Es sind schlimme Zeiten. Wie könnte ich sie da allein zurücklassen? Und so nehmen die Eltern ihre Kinder einfach mit, zum Ziegelmachen, statt sie in die Schule zu schicken. Erst 2009 wurde Bildung in Indien als fundamentales Recht in der Verfassung festgeschrieben. Seitdem unterliegen Kinder von 6 bis 14 Jahren der Schulpflicht, in der Theorie. Denn auch heute erhalten Millionen indische Kinder kaum oder keine Bildung. Müssen Sie Geld zurückzahlen, das Sie sich geliehen haben? Ja. Wie viel haben Sie sich geliehen? 150.000 Rupien. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Einen anderen Kredit abbezahlt. Die meisten dieser Eltern bekommen einen Vorschuss vom Ziegeleieigentümer. Dieses Geld muss dann von der ganzen Familie abgearbeitet werden. Sie müssen also Ziegelsteine herstellen, um die Schulden zurückzuzahlen. Wenn man den Kredit einmal aufgenommen hat, kommt man aus diesem Kreislauf nicht mehr heraus. Man muss jedes Jahr wiederkommen, bis alle Schulden zurückgezahlt sind. Viele dieser Menschen sind nicht gebildet. Sie wissen nicht einmal, wie viel sie bereits zurückgezahlt haben und wie viel sie noch schulden. Materialismus lebt von billigen Arbeitskräften. Und die einzige Möglichkeit, billige Arbeitskräfte zu bekommen, ist die Ausbeutung von Menschen. Heutzutage ist Armut die neue Form der Sklaverei. Wenn wir früher billige Arbeitskräfte brauchten, versklavten wir Menschen und beuteten sie aus. Und heute, wo die Sklaverei abgeschafft ist, beuten wir Menschen aus, indem wir sie arm halten. We exploit people by keeping them in poverty. Aaron Gandhi hat als Kind einige Zeit bei seinem Großvater Mahatma Gandhi gelebt. Dessen Weltanschauung hat den Enkel geprägt. Er besucht seine Heimat regelmäßig, auch wenn er heute in den USA lebt. Will Aaron Gandhi die Werte seines Großvaters lebendig halten. Er unterstützt humanitäre Projekte wie die Aveni-Stiftung. In deren Internaten erhalten Mädchen ihre komplette Schulbildung, wenn die Eltern zustimmen, dass die Töchter im Internat leben. Über 5000 Kinder haben bereits eines der 57 Aveni-Zentren besucht. Kostenfrei. Die Projekte sind fast ausschließlich über internationale Stiftungen finanziert. Ich möchte kurz mit euch sprechen. Habt ihr sauber gemacht? Öffnet bitte das Fenster. Ist das Bügeleisen noch an? Nein, Ma'am. Und der Müll? Hier. Macht ihr das Zimmer morgens nicht sauber? Verstaue das Bügeleisen richtig. Funktionieren die Ventilatoren? Ja, Ma'am. Auf dem Lehrplan von Aveni stehen die Ideale und die Lebensgeschichte Mahatma Gandhis regelmäßig.
Entweder unterrichtet Arun Gandhi die Mädchen online aus den USA oder bei seinen Besuchen vor Ort. Die Mädchen nennen ihn liebevoll Appaji, seinen Großvater Mahatma Gandhi Bapuji. Einmal wurde Appajis Bleistift sehr kurz. Er dachte, dass er so kurz geworden war, dass er ihn nicht mehr benutzen konnte. Also warf er ihn weg. Dann ging er zu Bapuji und sagte zu ihm, gib mir einen neuen Bleistift, Bapuji. Bapuji fragte ihn, wo ist der Bleistift deiner Großmutter? Appaji sagte, ich habe ihn weggeworfen, weil er zu kurz war. Darauf erwiderte Bapuji, du musst ihn wiederfinden. Also ging er los, um ihn zu suchen. Er fand den Bleistift und zeigte ihn Bapuji. Bapuji sagte, dass er diesen Bleistift noch 4 Monate lang benutzen könne. Das lehrt uns, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen sollen. Sehr gut. Does my project give hope for the future of the girls? I think yes, it does. Gibt mein Projekt den Mädchen Hoffnung für die Zukunft? Ich denke ja. Einige von ihnen haben ihren Schulabschluss gemacht. Manche haben an der Universität studiert und sind zurückgekommen, um für Aveni zu arbeiten. Sie tragen weiterhin zur Veränderung bei. Wir müssen immer wieder laut und deutlich sagen, wie wichtig es ist, dass jedes Kind eine Chance bekommt, damit wir unser Land weiterentwickeln können. Es geht nicht nur um die Kinder, es geht um unser Land, unsere Nation. Naina, komm! Hast du deine Beine nicht gewaschen? Und deine Hände? Auf in die Schule! Mitten in den Ziegeleien betreibt Aveni Schulen für die Kleinsten. Diese sogenannten Brickyard-Schulen bereiten Kinder auf die Grundschule vor. Wie viele Finger sind an euren Händen? Wie viele Finger sind an euren Händen? Auf Englisch? Auf Englisch? In Einklang leben. Wie kann das gehen, wenn mächtige Konzerne gewaltsam das Land rauben? Wir Adivasi beten zu den Hügeln, Flüssen, Bäumen und Felsen. Wir sehen das Göttliche in der Natur, die uns umgibt, in den Dingen, die wir sehen und deren Geschichte wir kennen. Jeder Baum hat Nutzen und Bedeutung. Adivasi, so werden die indigenen Völker Indiens genannt. Der Name setzt sich zusammen aus den Hindi-Worten Adi, seit frühester Zeit, und Vasi, Bewohner und Bewohnerinnen. Über ganz Indien verteilt gibt es mehr als 700 Adivasi-Gemeinschaften.
Jede hat ihre eigene kulturelle und ethnische Identität, ihren eigenen Glauben, eine eigene Sprache. Knapp 9% der Menschen in Indien sind Adivasi. Über 104 Millionen. Für die Adivasi ist die Gemeinschaft das Wichtigste. Sie gehen nicht allein in den Wald. Ihre religiösen Rituale feiern sie gemeinsam, nie als Individuum. Sie fischen gemeinsam, pflanzen gemeinsam. Deshalb sind ihre Rechte als Gemeinschaft so wichtig. Alles innerhalb eines Dorfes wird gemeinschaftlich genutzt. Damit leben sie, wir alle hier, im Einklang mit dem Gesetz zu Waldrechten, dem Forest Rights Act. Die Adivasi sammeln Bambus, Tendu-Blätter, Blüten und alles, was der Wald bietet. Das verkaufen sie und davon leben sie. Um die traditionelle Lebensweise und Kultur der Adivasi zu schützen, wurde 2006 der Forest Rights Act verabschiedet. Das Gesetz spricht Waldbewohnern das Recht auf das Land zu, auf dem sie seit Generationen leben. Doch immer wieder versuchen Konzerne, die Adivasi aus ihrer Heimat zu vertreiben. Ihr Land ist oft reich an Schätzen wie Holz und anderen Rohstoffen. Das weckt Begehrlichkeiten. Als die Eisenerzmine in Surjagarh 2005 in Betrieb ging, hätten die Menschen, die dort leben und eine direkte Verbindung zu den Hügeln haben, bei den öffentlichen Anhörungen dabei sein müssen. Aber die Behörden haben die Anhörungen 100 Kilometer weit weg abgehalten. Nicht-Indigene, die keine Ahnung vom Wald haben, wurden in Bussen für Geld dorthin gebracht. Die Indigenen, deren Leben von den Hügeln abhängt, durften nicht dabei sein. Keine und keiner von ihnen. Sie sollten nicht erfahren, was mit ihren Hügeln passiert. Ich glaube, Politik und Minengesellschaft haben sich verschworen. So etwas darf nicht passieren. Lalzu Soma Nogoti kämpft als Anwalt für die Rechte der Adivasi. Er kommt selbst aus ihrer Gemeinschaft, gehört zur indigenen Gruppe der Madhya. Adivasi Samudai. Viele Adivasi haben keine Schulbildung oder gar ein Studium. Um individuelle Waldnutzungsrechte einzufordern, braucht man Dokumente zum Beweis. Sonst werden die Anträge abgelehnt. Aber die Adivasi bewahren Dokumente oft nicht auf, weil sie sie nicht lesen können. Sie werfen sie weg. Du willst Landrechte? Wofür? Mein Grundstück. Welches ist es? Das hier. Dein Haus? Ja. Bist du Adivasi? Adivasi. Ja, Adivasi. Adivasi. Madhya? Ja, Madhya. Hast du Dokumente, dass du Madhya bist? Ich weiß nicht. Hast du eine Kastenurkunde? Nein. Nein? Niemand in der Familie? Nein, niemand. Willst du einen Daumenabdruck oder unterschreiben? Ich kann nicht unterschreiben, Bruder. Gibt es ein Stempelkissen? Gib mir deine Hand. Dein Name ist Vanya, richtig? Ja, Vanya.
Kann er nicht sehen? Nein. Kann er nicht. Wenn du eine Kastenurkunde hast, geht es schneller. Ein Zertifikat für besonders gefährdete Adivasi-Gemeinschaften. Sonst ist es ziemlich langwierig, bis du die Rechte bekommst. Wir müssen das besser vorbereiten. Ich fülle die Details für dich aus. Wenn etwas fehlt, reichen wir es nach. Keine Sorge, ich habe alle Unterlagen gesehen. Die Madia leben nur im Distrikt Gajiroli. Sie gehören zu den besonders gefährdeten indigenen Gemeinschaften und sind geografisch isoliert. Sie haben so gut wie keinen Kontakt zum Rest der Gesellschaft und leben nur in diesem begrenzten Gebiet. Die Madja haben bereits einen schmerzlichen Verlust erlitten. Eine Bergbaufirma baut auf einem der Hügel Eisenerz ab. Jetzt dürfen sie den Berg nicht mehr betreten. Sehen ihn nur aus der Ferne. Er galt den Madja von jeher als Gottheit. Sie kamen, um ihre Gebete zu sprechen. Die Eisenerzmine ist mehr als nur eine Narbe. Der spirituelle Verlust ist groß. Dazu kommt die Angst vor Umweltverschmutzung. Das sind brutale Mächte. Ihre Gier ist grenzenlos. Sie können Regierungen bestechen, wie sie wollen. Aber es gibt Indigene, die sagen, stopp den Kohleabbau, stopp die Verschmutzung unseres Landes. Wo betet ihr? Im Gari. Wo ist das? Hier. Wo ist das auf der Karte? Hier ist Gari. Viele Traditionen und Gesetze unserer Gemeinschaft sind nur mündlich überliefert. Wenn wir die Landrechte für Bamragat erhalten, wird es schriftlich dokumentiert. Das ist die Dodra-Straße, ja? Von der Dodra geht's nach da. Hier geht's nach Juvi. Ihr Gott ist hier. Pocham ist hier. Der Altar muss hier gezeichnet werden. Hier ist Sanjays. Hier sind die Hügel. Fertig. Fehlt noch was? Mit den traditionellen Anführern unserer Dorfgemeinschaften bereiten wir ein Dokument vor, um unsere Ansprüche zu stellen und als Antrag einzureichen. Damit der Antrag anerkannt wird, müssen wir ihn sorgfältig vorbereiten. Das ist eine interessante und wichtige Arbeit. Wir Adivasi werden nur überleben, wenn unsere Flüsse, unser Wald, unser Land überleben. Sonst wird unsere Gesellschaft zerstört. Wenn wir die Nutzungsrechte für das Territorium von Bamragat bekommen, kann niemand von außen, keine Bergbaufirma, kein multinationaler Konzern, nicht einmal die Regierung, Schritte zur vermeintlichen Entwicklung der Adivasi unternehmen. Was wollen die Adivasi? Würde Bergbau ihnen Fortschritt bringen? Oder wollen sie lieber von und mit den Bäumen leben und eine nachhaltige Entwicklung? Unsere Gemeinschaft wird diese Entscheidungen gemeinsam treffen und umsetzen.
log planning karenge log uska management karenge. Gandhis Vision umschloss die ganze Welt, die ganze Menschheit. Eine Welt, in der Nation und Grenzen nicht trennen. Die geopolitischen Realitäten sehen heute anders aus. Indien wird ein immer wichtigerer Spieler auf der globalen Bühne. Geopolitisch ist Indiens größte Herausforderung, der größte Rivale, China. Ein Konflikt, der sowohl ökonomischer Natur ist, als auch Sicherheitsinteressen berührt. 2021 lebten in China 1,42 Milliarden Menschen. In Indien 1,39 Milliarden. Es sind die bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Beide wollen ihre Einflusssphäre ausweiten. Im pazifischen Raum und global. Und beide Nationen sind Atommächte. Quer durch den Himalaya verläuft eine Demarkationslinie zwischen Indien und China. Eine vorläufige Grenze, die seit Indiens Unabhängigkeit nicht final festgelegt wurde. 1962 führten beide Nationen deshalb einen einmonatigen Grenzkrieg. Indien versucht, seine Grenzen zu festigen. Das führt zu vielen Spannungen. Am deutlichsten wurde das 2020 in der Krise um das Galwan-Tal. Die Situation wird immer unberechenbarer. Bislang ging niemand davon aus, dass Indien und China einen Krieg beginnen würden. Es gab Verhandlungen, auch wenn sie Zeit brauchten. Es galt als sehr unwahrscheinlich, dass eine der beiden Seiten Gewalt anwenden würde. Das ändert sich jetzt. Im Galwan-Tal wurde Gewalt angewendet. Es gab Tote auf beiden Seiten. Ich denke, dass diese Instabilität an der Line of Actual Control, dem gegenwärtigen Grenzverlauf, immer unberechenbarer und gefährlicher wird. Beide Seiten haben nun das Gefühl, die andere zurückdrängen zu müssen. Die Süßwasserressourcen im Himalaya sind die wichtigste Wasserquelle für beide Staaten. Das ist ein Grund für den Konflikt zwischen Indien und China. Aber der geht weit über einen Grenz- und Ressourcendisput hinaus. Die Sicherheitsarchitektur Asiens ist sein Forschungsschwerpunkt. Harsh V. Pant arbeitet für ein renommiertes indisches Politikinstitut. Er verfolgt Chinas Strategien, zur stärksten globalen Macht zu werden, wodurch Indien sich in seinen Sicherheitsinteressen bedroht fühlt. China sieht sich selbst, vor allem unter Xi Jinping, dem derzeitigen Präsidenten, als ein Land, das angekommen ist, als eine Nation, die zu Recht ihren Platz auf der globalen Bühne einnimmt. China gibt alles dafür, diese Position zu festigen. Dabei werden alle notwendigen Mittel angewandt, um andere Länder dazu zu zwingen, sich den chinesischen Vorstellungen zu fügen. Indien und viele andere Länder fordern eine multipolare Weltordnung, in der die Macht auf viele Länder verteilt ist. Indien stellt Chinas Idee von globaler Dominanz in Frage und macht deutlich, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. That there are certain deadlines that cannot be crossed. Auch ökonomisch sind Indien und China Rivalen. Indien lehnt Chinas Initiative der neuen Seidenstraße strikt ab. Mittels Kreditvergaben und Investitionen in Infrastruktur wie Häfen und Schienen
versucht China, Länder rund um den Globus eng an sich zu binden. China will diesen Ländern nicht wirklich Fortschritt bringen, sondern seine geopolitischen Interessen durchsetzen. Heute ist eine Reihe der Projekte im Rahmen der neuen Seidenstraße festgefahren. Viele Länder haben Probleme mit ihren Schulden. Und viele Projekte, die China im Ausland initiiert hat, sind in chinesischem Besitz, werden von chinesischen Unternehmen geführt. Dadurch wurde den kleineren Ländern nicht geholfen. Indien verfolgt eine andere Strategie, die heimische Wirtschaft zu stärken und Märkte zu erobern, die China noch nicht dominiert, durch günstige Preise und Qualität. Bajaj Auto ist ein indisches Traditionsunternehmen und ein Global Player. Bajaj Roller und Motorräder sind in Indien Kult und werden in über 70 Ländern der Welt gefahren. We encountered fierce competition. Die härteste Konkurrenz erfahren wir von chinesischen Herstellern. Denn die chinesische Motorradindustrie ist stark gewachsen. Und dieser Produktionsüberschuss hat die Expansion in andere Teile der Welt ermöglicht, bis nach Lateinamerika oder Afrika. Auf den Straßen von Lagos in Nigeria hat Bajaj mit seinem Modell Boxer die Nase vorn. Nigeria ist unser größter Absatzmarkt. Hier haben wir einen Marktanteil von über 50%. Nigeria war das Land, in dem Bajaj sein Afrika-Abenteuer begann. Das war unsere Feuertaufe, weil der Markt dort hart umkämpft ist. Heute ist fast jedes dritte Motorrad auf den Straßen Afrikas ein Bajaj-Boxer. Neben Afrika baut Bajaj seine Exporte auch nach Lateinamerika und in den Nahen Osten aus. Geopolitisch löst der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Frühjahr 2022 globale Schockwellen aus. Und Indien rückt in den internationalen Fokus als bedeutender strategischer Partner für viele Staaten. Auf der großen politischen Bühne wird Indien von allen Seiten regelrecht hofiert und umworben. Der Westen will Indien als Demokratie und Wirtschaftsmacht auf seine Seite ziehen. Als Bollwerk gegen eine allzu dominante Achse aus China und Russland. Für Russland wiederum ist Indien aufgrund westlicher Sanktionen ein wichtiger Abnehmer von Öl- und Rüstungsgütern. China nähert sich vor allem seit dem Krieg in der Ukraine immer weiter an Russland an. Es wird erwartet, dass das Verhältnis noch enger werden könnte, während die globale Ordnung immer brüchiger wird. Die Spannungen zwischen China und Indien zeigen diese Brüche. Indien kann es sich nicht leisten, die China-Frage zu ignorieren, während sich die Streitkräfte an der Grenze Auge in Auge gegenüberstehen. Und es kann es sich nicht leisten, Russland zu verärgern, da 55% der indischen Verteidigungswaffen aus Russland importiert werden. Aus diesem Grund hat Indien Russland nicht öffentlich kritisiert und sanktioniert, wie es viele westliche Länder getan haben.
Aber auch in dieser Frage gibt es eine Entwicklung. Indien spricht heute über die zentrale Bedeutung der UN-Charta und des Völkerrechts, die Bedeutung der territorialen Integrität und Souveränität bei der Bewältigung globaler Konflikte. Das ist indirekt an Russland gerichtet. Indien denkt zuerst an sich und seine Interessen. Sie sind absolut unantastbar. Die Positionen, die Indien auf der Weltbühne einnimmt, werden davon bestimmt, wie es seine nationalen Interessen stärken kann. India first. Indiens Interessen über allem. Das war nicht das, was Mahatma Gandhi sich für sein unabhängiges Indien erhoffte. Wir stehen nicht gut da, wenn ein paar wenige Menschen über das Schicksal der Welt entscheiden. Kriege entstehen durch Gier und Gewalt. Frieden durch Rücksicht, gerechte Verteilung und Gewaltlosigkeit. Gandhis Weltanschauung war international. Es ging ihm darum, das Gute in jedem Menschen hervorzubringen und Harmonie zu schaffen.